Bis über 10 Meter tief, mehr als einen halben Kilometer lang, ist der Drogentunnel zwischen Tijuana in Mexiko und San Diego in den USA. Ausgestattet mit Stromversorgung und Belüftung, es gibt sogar hydraulische Türen und ein Schienensystem. Der Tunnel endet ganz unauffällig in einer Lagerhalle. Das Werk von Profis. Das ist der fünfte Supertunnel, den wir seit 2010 entdeckt haben. Dieser Tunnel wurde, wie die, die wir 2011 gefunden haben, von Ingenieuren und Architekten gebaut. Hunderttausende Arbeitsstunden und Millionen Dollar stecken in dem Bauwerk. Der Aufwand hat sich nicht gelohnt für die Schmuggler. Wir haben die Grenzregion gut im Blick. Wenn sie einen Tunnel bauen, wissen wir das. Das war der dritte seit 2011. Wir haben sie alle entdeckt, bevor sie die Drogen in die USA schmuggeln konnten. Rund 8 Tonnen Marihuana und 150 Kilogramm Kokain beschlagnahmten die US-Ermittler unter der Erde. Drei Verdächtige wurden festgenommen.